Der Ingenieur in Ghost Recon Breakpoint ist der Mann fürs Grobe. Sein Spezialgebiet sind Sprengungen, die Zerstörung von Drohnen und der Munitionsnachschub für sich selbst und seine Kameraden. Seine Fokuswaffe ist der Granatwerfer, welchen er auf Stufe 10 der Klassenprogression freischaltet. Außerdem schaltet er auf Stufe 20 ein MK48 SAW MG frei, bei dessen Benutzung seine Granatwerfer-Boni zwar wegfallen, die Antidrohnen-Boni jedoch bestehen bleiben, was ihn zum Nemesis jeder Behemoth werden lässt. Seine beiden Klassenfähigkeiten sind durchschlagende Kugeln und Granatwerferkompetenz. Durchschlagende Kugeln sorgen für 10% mehr Schaden an Drohnen. Auf Stufe 2 kommen da nochmal 10% hinzu, was insgesamt 20% mehr Schaden an Drohnen bedeutet. Seine Granatwerferkompetenz sorgt für einen 20% größeren Explosionsradius bei Benutzung des Granatwerfers. Auf Stufe 6 kommen da ebenfalls nochmal 20% hinzu, was in einem 40% größeren Explosionsradius resultiert. Das Klassenobjekt des Ingenieurs ist die Versorgungsdrohne. Die sieht nicht nur süß aus, sondern sie gibt auch demjenigen ein Munitionsmagazin, der sie einsammelt. Außerdem explodiert sie bei Beschuss, was sie zu einem idealen Hilfsmittel für explosive Hinterhalte werden lässt. Die Klassentechnik des Ingenieurs ist die autonom schießende Verteidigungsdrohne. Die Verteidigungsdrohne kann der Ingenieur außerdem gezielt auf Gegner ansetzen, um diese unter Feuer zu nehmen. Die Klassentechnik lädst du auf, indem du Kills im Allgemeinen und Kills durch Sprengladungen im Speziellen ausführst. Außerdem lässt sich die Klassentechnik aufladen, indem du Schaden an Drohnen verursachst und diese zerstörst. Wie kannst du den Ingenieur nun richtig spielen? Nun, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen kannst du deine Gegner mit dem Granatwerfer aus der Ferne unter Feuer nehmen und so für Terror unter deinen Feinden sorgen. Zum anderen kannst du mit der schallgedämpften Pistole und dem Granatwerfer im Gepäck eine Feindbasis infiltrieren und im Handstreich nehmen. Du kannst aber auch, und das ist mein persönlicher Favorit, eine gegnerische Basis mit der schallgedämpften Pistole und einem MG infiltrieren. Generell sollte vor jedem Einsatz geprüft werden, welche Ausrüstung für die vorliegende Mission am meisten Sinn ergibt. Falls du mit zwei Primärwaffen spielst, kannst du natürlich auch ganz einfach sowohl MG als auch Granatwerfer gleichzeitig ausrüsten. Du denkst dir vielleicht, aber Hazardra, diese Vorgehensweise ist doch ziemlich laut. Nun, mein Freund, lass dir sagen, leises Vorgehen ist nicht der Stil des Ingenieurs. Gib dem Video einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat, und lass mir gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.